Ale do końca chcę lecz show zera, proszę powiedzieć, żebym za to mam kupić wajerną. Chodzi z 8 do 10 bezo, ale... Mogę Quest annehmen. Da will man heute den letzten Titan befreien. Da findet sich oben. So. Hier man auch Terry. Mal angucken. Könnte man aus die Nerven spielen. Hier haben wir Akkordeonspieler. Alle, die ein schönes Lied spielt. Jo. So. Bevor das Monster fährt ab. Und zwar Ebola. Mhm. Da ist Ebona. Hallo Ebona. Ich glaube, wir sind hier lang, oder? Ja, hier ist der Weg. Das ist noch ein Blind-Gebiet, da war ich noch gar nicht. Könnte lustig werden. Das heiße Quellen und die heiße Quellen, die sind im Spiel. So, mal gesagt, das heiße Quellen gibt es auch irgendwie hier sehen. Oh Gott, ein Wächter! Nein! So einen Pfeil raus. Muss ich da lang oder muss ich? Ich muss da lang. Okay, wir müssen uns recht kümmern. So, kein Problem mehr, denn ich habe jetzt schon antike Pfeile. Oh, er hat mich gesehen, oder? Oh, sieht gut aus, er sieht mich, er sieht mich. Nein, lass mich in Ruhe. Shit. Ins Auge! Nein, vor nicht ins Auge. Down. Ja, er ist down. So, Loot einsammeln. Und er droppt nämlich wirklich viele Sachen. Doch, ist eine heiße Quelle. Der die heilt. Oh, dann hat man es auch mal gesehen. Der Kampf gegen den Wächter. Ich bin echt froh, dass ich schon so gute Ausrüstung habe. Die brauchen wir bestimmt. Essen, ja, Materialien, so hier sind da Ausrüstungen. Rüsten wir uns mal ganz kurz aus. So, das kommt hier jetzt auch die Originalmütze von Link, kommt die Form aus. Ja. Ich würde bessere Rüstung anlegen. Was braucht man eigentlich jetzt? Ich muss aber, wir kriegen jetzt wieder eine neue Rüstung, weil ich gewohnt wäre, ich bin. Eine Rüstung, die jetzt noch Feuer schützt. Hundertprozentig. Ach komm, das
Nicht so lange. Da ist der Turm, ob ich den schon haben will. Und ich sehe einen Schrein in der Nähe. Den Logium mal ganz getrost. Plättchen hasst Wasser, wie es aussieht. Komm. Dummes Dreckpferdchen. Wir gehen mal den normalen Weg, und zwar wir gehen querfeld ein. So wie ich so mache eigentlich. Streffe den geilen Weg. Guck mal. Übrigens haben wir das Masterschwert schön. Das Gute ist, das Masterschwert kann nicht leicht kaputt gehen. Es verliert bloß ab und zu mal deine Kraft, die es auch funktioniert und nicht mehr zurückkriegt. Das heißt, wir können das Schwert ununterbrochen benutzen fast. Mein Leuchtstein. So. Auch eine ganz gute Sache ist, unsere neue Fähigkeit, die ich gekriegt habe. Wenn du jetzt einfach hier hochfliegen. Wunderbar. Los, verderische Linien so. Oh, ich sehe Lava. Man sieht im Spiel eigentlich keine Lava normalerweise. Und die Temperaturanzeige in Auge behalten. Was kann man denn da schön ist? Ach, scheiß Feuerstein. Oh, das sind neue Gegner. Oh, neue Gegner. Die müssen wir gleich mal einscannen. Und zwar sind das Makrok. Und so ein Viecher besiegt man am besten mit Bomben. Bernstein, hat der andere gedrückt. Auch nur ein Bernstein. Jetzt können wir gegen Gegner einscannen, dann haben wir dann hier halt die ganzen Gegner drinnen. So, was geht denn da alles? Oh, kannst sogar rote Nieten droppen. Und Bernsteine, naja. Wir können zum Beispiel jetzt auch draufklicken, dann könnten wir die immer jederzeit überall orten. Das ist sehr praktisch, wenn man mich fragt.
Muss ich hoch zum Vulkan oder? Nee, muss ich neben dem Vulkan. Schnell Weg. Ich liebe diese Fähigkeit. Tipp an alle, wenn das Spiel spielt. Macht zuerst den Windtitan, das erleichtert alles um einiges. Und dann kriegt ihr diese wunderschöne Fähigkeit. Seht ihr schon? Ja, guck mal, da ist der Titan, Leute. Nifas Gebet ist bereit. Wenn da du ist es der Titan. Brauchst. Da kann man ihn schon sehen. Wir brennen! Glücklicherweise habe ich Feuerschutztränke. Brandschütze. Praktisch, wenn ich da reinfalle in die Lava. Und ich habe natürlich meinen letzten Aufwind verschwendet. Nein, ich werde ihn nach oben getrieben. Verdammt. Mann, dieser Kackwind! Das kann doch echt nicht wahr sein. Ey, Alter, damit lässt es zu. Oder doch, das könnte was werden. Oh, dieser Wind! Wir haben es geschafft. Schrein von Boronia sein. Vielleicht ist es in letzter Nähe. Ja, ist das dort so ein Golem? Ist dort der Golem-Boss? Das ist ein Lava-Form. Leute. Ja, ist es. Ist der Golem-Lava-Boss. Und zwar haben wir hier den Magma-Rock, genau. Nein, nein. Magma. Mal hier ein Kennzeichen setzen. Hat uns gerade weggefetzt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich
Problem, wir haben ja noch... Angriff. Wir erledigen das Vieh erstmal. So, weg mit dir. Ich liebe Rosas Zorn. Wunderbar. Hier sind alle Fähigkeiten da, auch die haben eine Wiederbelebung gekriegt. Die HE hat bin ich halt wieder und die paar extra Herzen. Das ist der Elefant, halt der Vogel haben wir schon gesehen und das, dieser Donner Mega Ultraschlag, den ich drei machen konnte, war halt das KMW da unten. Normalerweise müssen wir auf seinen Rücken klettern und da oben diesen komischen andersfarbigen Stein schlagen, oh naja. So geht's halt ein bisschen schneller und einfacher. Vor allem, weil der auch gebrannt hat diesmal. Nur nicht als hier heuer. Hm, diese Schienen? Die hier um den Wagen? Nehmen wir die Abkürzung und fliegen nach unten. Ja, nee, ist klar. Danke, Spiel. Wir sind Goronia, Leute. Jetzt haben wir eine Stadt betreten, brüllt der Titan einmal ganz laut rum. Ach, wir haben schon die Goronia-Musik, wunderbar. Und da wären wir. Bei den Goronia. Revalis Sturm ist bereit. Wunderbar. Das erste, was ich machen möchte, ist das Geschäft. Das Goron-Gewürz, das brauche ich. Das wollte ich nur haben. Rotzuckerbrot unbedingt. Eispfeile. Feuerpfeile. Gibt es ja keine normalen Pfeile. So, ein Schünzel haben wir. So, ich hab das weg. Brandschutzmedizin reinpfeifen. Also, geht dafür. Okay, normalen Fall an ihr Boot. Ich weiß es nicht mehr. Ah, da ist ein Rüstung. Ich kann nicht mal um Befeuerungsrüstung kaufen. Brandschutzhose her damit. Dicke Feuerhose. Ah. Ja. Damit Antifeuerrüstung.
Oh. Was? 2000 Rubine für den verfickten Dreckhelm? Willst du mich verarschen spielen? Komm, muss ohne Helm klarkommen. Ich muss ohne den Helm klarkommen. Ich glaube, die sehen hier nicht mal recht, hier die Goron. Das hier scheint der Anführer zu sein. Was ist das für eine arme Gestalt? Sei verflucht, Rudania! Seit Rudania hier rumtreibt, ist mit den Ausbrüchen des Todesbergs schlimmer geworden. Rudania ist dieser Blechhaufen da oben auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns eigentlich vor der Tür am Schutz haben soll, aber jetzt... So droht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich will gar nicht erzählen, wie oft wir ihn schon mit dem Kanon zurück in die Karate gescheucht haben. Aber er kommt immer zurück. Alles in Ordnung? Ah, ich habe einen Rückenschmerzen. Aber bist du eigentlich? Ich bin ein Reisender. Ich bin ganz viel gekommen, um den Respekt zu erweisen. Und Ludo. Der Chef der Goron, der so furchterflüssend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Ihr wollt Rudania wie immer vertreiben, aber ich hatte das Ziel im Rücken. Dieser Yunobo, der soll sich beeilen. Der junge Yunobo geht mal bei Rudania ein bisschen zur Hand. Er sollte dann noch wieder ein Mittel gegen den Rückenschmerz bezogen, aber er ist noch nicht zurück. Schüttelt er wieder irgendwo herum. Wenn du nur siehst, sag ihm, dass er ihn suche. Voll getan war Rudania. Den schreien ich trotzdem ganz gerne. Den schreien wir natürlich mit, weil der ist wichtig. Das ist mein Teleportpunkt nach Goronia City. Gut. Kommt, wir wollen was erleben. Neue Octorok oder Fels? Ja, Fels Octorok Speicher. Also heute ja, heute kommen hier viele Leute vorbei. Wenn man hier weitergeht, wird die Brandgefahr immer größer. Sind seine Monster. Kennst du Yunobo? Ja. Also ich kenne ihn nicht, ja, aber so. Kennst du Yunobo? Was? Der Chef hier? Dann sage ich dir besser, wo Yunobo ist. Ah! Also Yunobo, ja, er wollte Schmerz mit erholen. Er ist ins Speicher gegangen, aber bestimmt ist er schon eine ganze Weile dort. Liebes Gefährt, also solltest du besser nicht nach ihm suchen, ja? Was ist das hier? Ja, komm, weiter. So, er ist zum Scheicher gegangen, und der muss irgendwo da hinten sein, na gut. Auf geht's. Na? Hey, hey! Finger weg von der Kanone, du Gott-Chef, ja? Ich wurde auch, dass du nicht an den Hebel kommst. Hm?
irgendwie abfeuern. Ach, so feuert man die App. Ah. Was bringt jetzt? Ah, unsere Rüstung bringt schon mal super. Rein in der Nähe. Das war gerade Sprache, ich habe das gerade gehört. Ja. So, was eine Bombenpfeil. Und ich war sehr, sehr Bombe. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt abgeschossen hat. Ah! Okay. Jetzt weiß ich, warum er die Leiter geschossen hat. Bombenpfeile sind am Todesplatz verboten. Gar nicht gut. Jetzt muss ich mir eine Taktik für den Boss einfallen lassen. Oh, nee, ich starbe. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Boah, schon lang genug. Bis gleich.